Hallo, ich grüße euch. Heute mal mit einem etwas kürzeren Video, bei dem ich selbst nicht so weiß, was soll es bedeuten. Ich bin zum ersten Mal von einem Set, was ich optisch wirklich gut finde, ein bisschen enttäuscht und will nicht sagen sauer, aber ich fühle mich missverstanden. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin, der Steinverrückte. Und heute möchte ich mit euch mal den Bonsai-Baum genauer unter die Lupe nehmen. Hier habe ich nämlich ein riesengroßes Problem. Die UVP hiervon beträgt 50 Euro. Das heißt, ich halte es jetzt nicht für ein billiges Set, aber auch nicht für ein teures. Ich habe es natürlich jetzt für einen Schnapper geschossen, für 34 Euro. Ist jetzt nicht besonders viel Geld. Aber ich habe so viele Kritikpunkte an dem Ding, die mich so ein bisschen traurig machen. Und ich komme da nicht aus meiner Haut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finden soll, weil es die Kritikpunkte gibt, die ich habe, oder ob ich es scheiße finden soll, weil ich aus meiner Haut nicht rauskomme. Und ich zeige euch mal, was ich meine. So, hier ist er also, unser Bonsai-Tree. Insgesamt habe ich mich sehr darauf gefreut, weil auch die Verpackung so einiges hermacht. Das sieht ja wirklich edel und schön aus. Und ich dachte mir, 878 Teile für 34 Euro ist ja nicht besonders teuer. Zumal wir auf der Rückseite, sehr nett eigentlich, auch noch diese zweite Variante bauen können, die natürlich ultra verrückt ist, weil hier sind Frösche. Überall kleine Frösche drauf. Das ist schon... ja, muss man mal gesehen haben, glaube ich. Habe ich jetzt aber nicht gebaut, denn wie ihr seht, ich habe die grüne Variante gebaut. Ja. Kommen wir aber zu meinem Kritikpunkt an dem Ganzen. Das ist nämlich die Tatsache, dass wir ultraschnell fertig sind. Ich darf euch mal das hier unten zeigen. Das sind diese 1x1 in Rund Fliesen. Das ist Tüte 3. Tüte 3, komplett. Dann ist sie fertig. Einfach reingeschüttet, Ende. Und das sind allein 200 Teile. So, die können wir von den 800 nochmal abziehen. Dann sind wir schon bei 600 Teilen, die man baut. Und zwar in zwei Schritten. Erst den Baum und dann das Unterteil. Wenn man genau will, erst die Schale, dann den Baum, dann das Unterteil. Und mein Problem geht noch weiter, weil jetzt habe ich hier Tüte 5. Tüte 5 ist, wie gesagt, die Variante in Frühlingsoptik mit den ganz tollen, vielen kleinen Fröschen. So, hier können wir nochmal 200 Teile abziehen. Dann reden wir also insgesamt über ein Set von 450 Teilen, sage ich jetzt mal grob. Ja, und 450 Teile, die man als, nennen wir es mal, Erwachsener baut, sind für mich dann schon arg ernüchternd. Das ist also für mich ein Set für jemand, der sagt, komm, ich habe nicht viel Ahnung von Lego, ich würde mal gern wieder was bauen. Das hier sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ihr könnt jetzt natürlich mosern und sagen, ja, aber das hier oben, das war ja beim Baumhaus auch. Ja, okay, aber beim Baumhaus hatte ich gefühlt 2000 andere Teile verbaut und dann kam es ans Blätterdach. Und das hier habe ich, ja, wie gesagt, heute am Frühstückstisch beim Reden mit meinen Kids, ich habe insgesamt, lasst es viel sein, 40 Minuten gebaut. Also wenn es ganz viel war. Und das trotz Frühstück kochen, machen und verteilen. Und das macht mich einfach, ich will nicht sagen sauer, aber das ernüchtert dieses Set unfassbar. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es kacke aussieht. Es ist nett mit allen tollen Ideen, aber das ist so wenig wie die peitschende Weide. Gut, dafür viel billiger, aber auch viel weniger Bauspaß. Ich habe die peitschende Weide nämlich gebaut und die fand ich spannender. Jetzt habe ich hier einen Baum, den ich noch in bunt machen könnte, aber das dauert ja dann wieder nur 20 Minuten, bis das umgebaut ist. Mir hat der Baumspaß gefehlt, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Also das hier ist ein Set, nehmt es mir nicht übel, für alle die, die sagen, ich möchte zum allerersten Mal wieder Lego bauen und bitte, bitte nicht zu lang. Für die ist das Set sehr gut geeignet. Für alle anderen würde ich sagen, lasst die Finger davon. Also es ist, ich bin wirklich ein bisschen, es hat mir nichts gegeben, sagen wir es mal so rum. Aber ich glaube, ich bin auch der Einzige, der diese Probleme hat. Andere finden das wahrscheinlich toll und ich bin der Einzige mit dem Problem und dem Problem. Aber so ist es nun mal. Ich bin zum ersten Mal seit langem wieder irgendwie enttäuscht. Pech. Pech für mich.
Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Ich ärgere mich innerlich, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, weil ich finde, die 34 Euro, die tun mir weh. Denn ich finde es dafür nicht toll genug, muss ich mal sagen. Auch wenn das jetzt kein irrsinnig teurer Preis ist. Ich gehe davon auch aus, dass die meisten von euch mir gar nicht nachvollziehen können, warum ich jetzt so sauer auf das Set bin. Aber ich habe heute 40 Minuten gebaut und fertig war es für ein 18-Plus-Set. Mal nebenbei am Frühstückstisch. Fand ich zu wenig und dafür ist es zu teuer. Naja, macht euch eine schöne Zeit bis dahin. Frohe Adventszeit. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo, ich grüße euch. Tja, diesmal ist es ein relativ kurzes Video, weil ich habe ja auf der anderen Seite noch die Adventen. Ist es zu lang. Hier hinten ist eine Stechmücke. Wo kommt denn die noch her? Outtake. Danke an der Stelle übrigens hier oben. Oh, guckt mich ein Rentier an. Das finde ich winterlich schön. Im Moment, ja, hadere. Ich komme nicht aus meiner Haus raus.